Und ja, die beiden, die werte ich nicht auf. Ist nicht, nämlich nicht wirklich notwendig. So, unsere Imker, die... ja. Kleine Fässer oder Eimer auf dem Kopf haben als Schutz vor den Bienen. Und hey, wir haben die nächste Fuhre Honig. Yay. Später brauchen wir übrigens auch für das letzte Icon, was hier noch fehlt. Ja, man merkt, hier fehlt noch eins. Honig, um Kerzen herzustellen. Das ist nämlich hier der letzte Wunsch nach Dekoration. Nämlich, wir können aus Eisen Bänke herstellen, aus Stoff Banner, aus Honig, aus Wachs Kerzen. Und ich glaube, aus Eisen auch noch Dachdekoration. So war das, glaube ich. Ach nee, halt. Bänke werden aus Holz hergestellt. Mhm. Aus Eisen werden Dachdekorationen hergestellt. Stoff Banner und Bienenwachs halt Kerzen. Ja, Unterhaltung. Können wir auch Theater später errichten. Oh, und das Wetter schlägt langsam wieder um, hä? Ja, wir haben schon wieder September. Sofort. Verstanden. Und wieder ein Trupp Bogenschützen. So, jetzt können wir endlich mal den Part hier vorantreiben. Verstanden. Schon unterwegs. Ei. Ei. Und wir können dann mit Hakim noch Kühe. Verstanden. Das Lagerhaus ist voll. Sofort. Oh, Lagerhaus ist voll. Werfen wir mal ein bisschen Holz weg. Jawohl, verstanden. Vorwärts! So, erstmal das Palisadentor einreißen. Ei! So, zurück zur... jawohl! Burg. Das Paisantor abbrennt. Ist die Frage, wenn wir das Territorium einnehmen, dürfen wir die Kuhherden behalten? Dann könnte ich mir nämlich überlegen, hier unten die Kuhzucht, also Kuhfarm aufzubauen. Ja, für irgendwas muss das offene Gebiet hier ja gut sein. So, das Paisantor brennt langsam ab. Oh. Schon unterwegs. Und Torwall war so nett, uns neue Fackeln zu geben. Mit dem wir dann den Außenposten abfackeln können. Wobei das jetzt nicht gut sein könnte. Löscht nämlich Brände. Ja, der Winter macht uns einen kleinen Strich durch die Rechnung. In den Kampf! Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Sofort! Schon unterwegs! Schon unterwegs! Angriff! Hey!
frei. So, jetzt können wir den Außenposten einnehmen. Großteil von Crimson Sabbats Truppen befreit. Schon nehmt unterwegs. Das Territorium Mostal für uns in Besitz, indem ihr dort einen Außenposten errichtet. Wir haben ein Territorium eingenommen. Haben wir jetzt schon. Auf euren Befehl. Großartig! Ihr habt Mostal zurückerobert. Nun zeigt mir, dass ihr ein ehrenwerter Ritter seid und helft meinen Leuten. Errichtet 3 Kuhfarmen im Territorium von Mostal. Ah. Das Lagerhaus ist voll. Na gut, das ist kein Problem. Die Kühe können wir ja für uns behalten. Verstanden. Bauen wir jetzt erstmal hier einen Beko. Ja. Alles klar. So, das heißt, Kuhfarmen sollen wir errichten. Und sind auch so nett und bauen jeder Kuhfarm auch eine Kuhweide hinzu. Ich hoffe jetzt mal nur... Oh, nee. Ab zurück mit euch. Andere Richtung. Einem Milchbauern fehlt es an Kühen. Ja, die Kühe kommen. Jetzt sind wir übrigens mit denen hier bekannt. Und wenn wir ihnen die Milch... die Kuhfarm gebaut haben... Ei! Verstanden. Sofort. Komm, das sind unsere Kühe. Sofort. Sofort. Oh, das sind aber wirklich ganz schön viele Kühe. Das Lagerhaus ist voll. Das Lagerhaus ist wieder voll. Na, machen wir mal ein bisschen Platz, indem wir... die 2 Gebäude ausbauen. Ihr habt die Kuhfarmen errichtet. Das werden meine Leute zu schätzen wissen. Ein Territorium ging verloren. Ja, das haben jetzt die Nachbarn übernommen. Gut, unsere Burg wurde ausgebaut. Verstanden. Wie sieht's mit unseren Truppen aus? Auf jeden Fall noch einen Bogenschützen können wir uns leisten. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. So, das ist auch ausgebaut. Oh ja, jetzt können wir auch unsere Straßen befestigen, übrigens. Ja, auch eine gute Idee, das mal zu machen. Da hoch nicht, aber in die Richtung. Und wir haben zu wenig Stein. Wie viel Stein gibt der Steinbruch denn noch ab? War mehr als genug. Zur Not, hast du Stein? Nein, du nicht. Du auch nicht. Milchbauern fehlt es an Kühen. Ja, die Kühe müssten ja jetzt langsam hier reinmarschieren. Ja, tun sie auch. So, schon unterwegs. Dann erobern wir mal das nächste Territorium hier. Wie ihr wünscht.
Sofort! Verstanden. Alles klar. Das hier ist noch schlechter bewacht als das erste. Übrigens. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Helft mir im Kampf sofort für die Gerechtigkeit. Auf euren so Befehl. Alles klar. Da haben wir uns jetzt einen ihrer Trupps gemobst. In den Kampf! Angriff! Alles klar. Wie ihr wünscht. Wir können jetzt zum Angriff übergehen. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Jawohl. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Hi. Angriff. Sofort. Ja, mit ein paar Verlusten war zu rechnen. Alles klar. Das heißt, ihr beide erstmal hierher zurück. Wobei, erst nicht einmal. Aufgeben! Sofort! Erstmal das Turnier. Wie ihr wünscht. Exzellent! Ihr habt Crimson Sabbats Truppen aus Svenanga verjagt. Nehmt das Territorium Svenanga für uns in Besitz, indem ihr dort einen Außenposten errichtet. Nicht schlecht. Ihr habt Svenanga zurückerobert. Zeigt meinen Leuten, dass ihr es besser mit ihnen meint als Crimson Sabbat. Baut 3 Jägerhütten im Territorium von Svenanga. Das sollten wir hinkriegen. Aber erst einmal sorgen wir für Met. Und ja, man sieht, obwohl sie sind genauso groß. Es gibt Gebäude nachher, die sind größer als die anderen Gebäude. Also so wie die Kasernen zum Beispiel, aber halt dann für... Verstanden. Wie ihr wünscht. Ah, jetzt ist da das... Drengir heißt die Region. Taut. Der Name. So. Alles klar. Sofort. Wie ihr wünscht. Alles klar. So, an wen können wir jetzt ein bisschen Holz verkaufen? Ein Karren wurde ausgesandt. Nieder. Und wir können weiter Straßen ausbauen. Was auch praktisch ist. Oh, ich kann den Met meilenweit riechen. Gut gemacht. So, jetzt würde ich gerne die Straße hier überbauen. Und die Straße überbauen. Oh ja, hier sind auch noch bessere Feldwege. Was heißt bessere sind Feldwege? So, jetzt nicht mehr. Der da noch. Nee, halt, das ist die... Der hier noch, so.
können wir hier zwei Käse, eine, mindestens eine oder sogar zwei Käsereien errichten. Auf euren Befehl. Alles klar. Eine Schafsherde kaufen. So, und jetzt mal anfangen, hier Jägerhütten zu errichten.